Was ich so irre finde, was mich auch oft stört, ist, wen interessiert es eigentlich, ob eine ZDF-Ansagerin lesbisch ist oder nicht? Und dann wird gleich so ein Fußstreifen dazugesetzt, wer ist noch alles lesbisch im ZDF? Na, wenn ich Ihr Gespräch vorhin... Wen interessiert das? Wenn ich Ihr Gespräch vorhin mit Mr. Roy richtig verfolgt habe, war eine der ersten Fragen, die Sie gerichtet haben, aber ich habe keinen Schwulen bei euch in der Partei. Sie interessieren sich dafür, oder? Ja, na gut, ein bisschen haben Sie mich erwischt, aber ich würde es nicht, würde es nicht ins Blatt setzen. Aber sagen Sie mir völlig im Ernst, wie machen Sie so eine Geschichte? So eine Geschichte muss doch im Einvernehmen mit der jeweiligen Person stattfinden. Selbstverständlich. Und die hat plötzlich das Bedürfnis, ihre Lebensgefährtin der Öffentlichkeit vorzustellen? Ja, offenbar. Warum müssen sich die Leute in der Zeitung etwas mitteilen, dass sie am Tisch oder im Bett oder im Garten nicht sich sagen können? Ich bin ja völlig fasziniert von Exhibitionismus, aber das geht zu weit. Ich finde allerdings, dass wir ehrlich damit umgehen und uns auch dazu bekennen, dass wir in der Zeitung sagen, das ist Teil des menschlichen Lebens und Bild will informieren, will Orientierung geben, aber will eben auch unterhalten. Und dieser Teil gehört dazu. Und Menschen interessieren sich für Idole. Wir bekennen uns dazu. Was ich wirklich ekelhaft finde, ist die Art und Weise, wie manche Qualitätszeitungen damit umgehen. Das also beispielsweise, die ist absolut verlogen. Klammer auf, das gilt im Übrigen auch für den Spiegel. Die Süddeutsche macht eine halbe Seite über Britney Spears, um im Vorstand zu schreiben, es sei furchtbar, wie das Leben dieser armen amerikanischen Sängerin von der Boulevardpresse in allen Details ausgeschlachtet wird, um dann auf einer halben Seite alles, aber auch wirklich alles zusammenzufassen und zu erzählen, was in der Boulevardpresse nun alles erzählt. Das ist eigentlich die alte Masche. So ein Unsinn wollen wir nie wieder lesen, solche Bilder wollen wir nicht sehen. Dickmann, dieser Doppelstandard, den finde ich anstrengend. Ja, aber Sie haben auch einen ähnlichen Doppelstandard. Warum? Guten Appetit. Guten Appetit.